geil, wieder da zu sein, hier in Rogue Legacy. Und wer sich wundert, wieso jetzt plötzlich unter Choose Your Higher Enter steht, das liegt daran, ich habe das Gameplay zu spät angeschlossen und so weiter, aber das ist jetzt total egal, denn wir starten durch, oh mein Gott! Und, ja, Spelunker, geh weg, ganz weit weg. Lady Winry, Sir Useless, Sir Scorpio. Ein Paladin, nehmen sie mal, okay, was noch? MP und HP switched. Mal gucken, wie viel das dann jeweils ist. Ich weiß es nicht. Ah. Ja. Ich weiß nicht so recht. Müssen wir mal schauen. Nee, Moment, wir haben jetzt 325 Leben oder 53 Mana? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, wir haben 325 Mana. Nehme ich mal an, weil es blau ist, aber irgendwie ist es jetzt auch oben, deswegen. Ja, Mana. Schade. Und ich dachte mir, in dieser Aufnahmesession beenden wir das Let's Play. Ja, das habe ich jetzt einfach mal so entschlossen. Das wird klappen. Bestimmt. Wenn nicht, dann nehmen wir uns eben diese komische Rune, die den Gegner ein bisschen schwieriger macht, leichter macht. Ich meine, gehört zum Spiel, ne? Warum nicht nutzen, was dazugehört? Wow. Ich weiß, ich bin ein bisschen unvorsichtig manchmal, aber das eben gehörte, glaube ich, nicht unbedingt dazu, was daran verschuldet war. Das lag eher daran, dass ich gerade noch frisch am Quatschen bin und einfach noch auf das achte, was ich sage. Ausnahmsweise mal, ansonsten achtet ihr überhaupt nicht drauf und dreht einfach das, was mir gerade einfällt. Hallo. Und ich meine, das... Was anderes kann man auch nicht sagen, weil sonst würde ich gerne nur da sitzen und über den nächsten Satz nachdenken. So, wie man das am Anfang meistens macht. Oh mein Gott, was soll ich jetzt sagen? Nachdenken, was ich jetzt sagen soll, ist wenigstens nicht unbedingt das. Was man sagen sollte. Was man nicht sagen sollte. Also, was man tun sollte. Ach, wie auch immer. Ich denke, man verhaspelt sich dann lieber, als dass man gar nichts sagt. Oh, das war doof. Und ich mache schon wieder das Wall-Turret kaputt. Kann ich es eigentlich kaputt schlagen auch? Nee, ne? Nee. Wollte ich es nur mal testen, weil wir es, glaube ich, bisher noch nie getestet haben. Aus dem einfachen Grund, dass mir das dämlich vorkam. Das ist bestimmt noch so eine. Und gut, jetzt sind wir drüben. Wieso ich jetzt noch nicht in den Keller gehe? Ganz einfach, weil wir diesen Charakter haben. Sehe ich noch keinen Sinn darin. Ich glaube, wir brauchen auch noch mehr Geld. Und mit... In dieser Aufnahmesession hier besiegen wir den, beenden wir das Let's Play, meine ich damit natürlich nicht in dieser Folge, sondern wirklich in dieser Aufnahme. Das heißt, ich werde einfach genug davon machen. Gehen wir mal hier runter, jetzt nach rechts. Und jetzt hier runter. Verdammt! Hier müsste aber noch gratis Zeug irgendwo sein, deswegen gucken wir uns hier auch nochmal um. Okay, das war's offenbar. Aber was soll's. So, dann schauen wir mal. Ich habe noch keine Ahnung, wie lange das jetzt gehen wird, dass, bis wir hier sozusagen gewonnen haben. Ich denke mal noch eine Zeit lang. Wenn ich natürlich wieder genervt vom Spielen, werde ich natürlich trotzdem die Aufnahme abbrechen. Ich will jetzt nicht auf Teufel komm raus hier sozusagen alles fertig kriegen. Das wäre ein bisschen blöd. Ich meine, das Spiel macht ja auch Spaß. Warum sollte man das fertig kriegen wollen? Naja... Hallo? Oh. Gerade noch die Stacheln gesehen. Ist ein bisschen doof gewesen, da drauf zu landen. Hallo, Herr Zombie. Das sage ich irgendwie bei jedem Zombie, aber bei keinem anderen Gegner. Komisch. Ja, also es wäre auch komisch, wenn ich bei irgendeinem Ritter sagen würde, Hallo, Herr Zombie, aber ich meine gerade im Allgemeinen das mit dem Hallo, Herr, bla bla bla. Weil man gibt es eigentlich auch gar keinen Sinn. Es müsste Sir Zombie sein. Und nicht. Egal. Sind wir damit schneller oder haben einen zusätzlichen Doppelsprung? Nein. Einen zusätzlichen Dash? Nein. Ich habe keine Ahnung, was es bringt. Defeat all enemies. Ach, das ist wieder so ein Raum, wo man irgendwie nicht drankommt, richtig? Richtig. Na gut, dann hilft uns überhaupt nicht weiter. Ja,
besser raus als rein, ne? So. Dann schauen wir mal. Wir haben noch erstaunlich wenig Leben verloren, muss ich dazu mal sagen. Finde ich. Hier werden wir zum ersten Mal was verlieren oder auch nicht. Was ist denn hier los? Gut, dann würde ich sagen, erkunden wir uns schon mal ein bisschen. Haben ja nichts zu verlieren, ne? Außer Leben. Ach je. Ich muss ja sagen, ich hasse so unübersichtliche Räume. Beziehungsweise Räume, die einfach ein bisschen zu voll gestellt sind für meinen Geschmack mit Feinden. Ah! So, wow, böser Magier. Magier. Was willst du denn? So. Oh, bloß weg. Mist. Wir sterben hier ein bisschen zu schnell, für meinen Geschmack. So. Aber wir bekommen ja auch, glaube ich, auch kaum noch Leben zurück, weil wir einfach nichts haben dafür. Ja, weg hier. Ich weiß, ich könnte mir jetzt die Kiste holen und alles, aber ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch tun soll. Wow. Warum mache ich das da gerade? Das wäre ganz interessant, wenn es nicht ausgerechnet da oben drin wäre. Wow. Oh, jetzt kickt er mich da raus. Nö, ich gehe wieder. Vor allem, weil ich sowieso gleich tot bin. Sicheln. Nee, danke. Ja, warum nicht? Blödes Pferd. Ich nutze viel zu wenig meine Zauber, ich weiß. So. Sammeln wir vielleicht noch mit wenigstens so viel Geld, dass wir uns überhaupt irgendwas davon kaufen können und nicht wieder alles wegschmeißen müssen. Ich schmeiße so ungerne Geld weg. Werf. Wow, der hat überhaupt kein Geld gegeben. Der ist echt spendabel gewesen. Was haben wir hier noch? Ein Buch. Was wir wahrscheinlich schon kennen. Da ist eine Rune oben. Und unsere. Curse Rune. Ja, okay. War es die, die wir brauchen, damit die Gegner schwächer werden? Könnte gut sein. Andererseits möchte ich eigentlich ungern diese Schwächer-Runen benutzen, weil, ne? Ich meine, das kann man vielleicht mal benutzen, wenn man in den Bereichen ist, wo man, was wollte ich überhaupt sagen, in diesen Plus-Spielen ist, dann kann man das ja mal machen. Aber noch käme ich mir da irgendwie ein bisschen schäbig vor. Man muss natürlich immer vor Augen halten, so quatschen und sich konzentrieren ist immer so eine Sache. Aber so langsam würde ich dann schon gerne mal hier Erfolge haben. Wahahaha. Ja, da habe ich gerade nach rechts unten geguckt aus irgendeinem Grund. Das war etwas doof, gebe ich ungefragt zu. Nee, Paladin, oh Gott, ist ja alles Mist. Na, nehmen wir den. Chickens freaks you out. Freaks? Hatten wir noch was Neues? Das wir brauchen, wohlgemerkt. Was ist das für eine Rüstung? Sky Chest, ach ja, natürlich. Die hier wären auch Sky-Zeug. Was ist das hier? Plus Armor. Ich glaube fast, ich gehe hier wieder auf die Rüstung zurück. Weil Schaden zurück ist ja alles schön und gut, aber muss nicht sein. Und nee, mache ich es lieber so. Und kauf mir hier noch was. Oder Moment. Das Geld reicht nie und nimmer für eine neue Rune, oder? Die sind ja so verdammt teuer. Das ist schrecklich. Doch, wir könnten uns eine Grace-Rune kaufen. Allerdings sollten wir nicht unbedingt über das Schwert nehmen, weil wir da unsere Sprunghaftigkeit haben. Oder so. Wir nehmen stattdessen hier. Ich werde sie jetzt noch nicht equippen. Da. Ich habe die Balance-Rune. War es die Balance-Rune? Ja. Nee. Die heißt gar nicht Balance. Doch, Balance. Warte, ich bin verwirrt.
Die werde ich erstmal noch nicht ausrüsten, einfach um erst noch mal ein bisschen zu versuchen. Kann ja nicht schaden. Und wenn doch, kriegen wir eben aufs Maul, ne? So. Mir fällt gerade auf, der Schleim ist doch noch gar nicht der Endboss. Was erzähle ich da überhaupt? Total vergessen, danach kommt ja noch was. Danach müssen wir, wie ich das verstanden habe, gegen den König kämpfen oder so. Oh. Ein Huhn! Geh weg! Böses Huhn. Wenigstens kann es nicht springen, ha? So. Wir begeben uns trotzdem nach unten. Der Schleim muss sterben. Eines Tages. Ich bin wirklich zu unvorsichtig. Da habt ihr schon recht. Das stimmt. Vor allem hier oben. Ich bin es einfach gewohnt, dass diese Viecher sowieso nichts zu melden haben. Vor allem hier oben macht es tatsächlich kaum was. Und das ist auch der Grund, weshalb ich auch weiterhin relativ unvorsichtig bin. Weil wir haben jetzt schon wieder sowieso volles Leben. Also hier oben ist es wirklich inzwischen recht egal, wie unvorsichtig ich bin. Wenn ich jetzt Leben verliere, hole ich es mir einfach demnächst wieder zurück. Und alles, was ich nicht zurückbekomme, das bekomme ich sowieso am am Ende dadurch wieder, dass... Das war jetzt wirklich echt erbärmlich. Aber ich wollte es nur demonstrieren, wir haben trotzdem wieder volles Leben. Hi. So einen Raum kannte ich bisher noch nicht. Und am Ende bekommen wir sowieso, wenn wir in den Keller gehen, nochmal Leben. Also, das ist wirklich eine Sache hier unten. Das ist egal. Hier oben. Whatever. Ich gehe einfach. Wuss! Ja, gut zu wissen. Gerade kurz Concentration sozusagen, um eine mögliche Vorgehensweise. Ja, sehr schön, der Roll läuft einfach durch, kein Problem. Ich hatte erwartet, dass ihn das auch aufhält. Sag mal, kann der mal sterben? Stattdessen sterben wir hier bald. So. This time we killed it. Da unten ist doch noch so ein Vieh, oder? Mist, das war doof. Und hier habe ich jetzt das Problem, dass ich es mir nicht mehr abgewöhnen kann, unvorsichtig zu sein. So gesehen sollte ich wirklich ein bisschen vorsichtiger unten auch sein. Oh. Jetzt komm, stell dich nicht so doof an, Morty. Das geht nicht. Wem willst du das denn verkaufen? Ach so, niemandem. Es ist ja kostenlos. Ah. Oh. Ja. Das dazu. So. Ich weiß, es ist noch ein bisschen früh, deswegen wähle ich noch einen Charakter aus und dann beende ich die Folge erst. Huch, was war das? Egal. Spelunkette, Hokage, Spellsword. Ach, guck mal! Hallo Naruto-Fan forever. Eigentlich müssen wir dich jetzt natürlich auch nehmen. Hokage. Was? Intensiv, no pain, your skin. Ja, meinetwegen. Warum nicht? Was haben wir denn hier noch so schönes? Was bringt das eigentlich? X. Hit sends you flying. No visible health bar. Oh, nee. Das heißt, du kennst keinen Schmerz. Das ist ja nur negativ. Wieso kennst du keinen Schmerz, Naruto Fan Forever? Ich meine, das ist natürlich beeindruckend und so, aber das ist eher hier eher hinderlich. Das ist natürlich echt Pech, dass es außerdem der Charakter jetzt nur schlechte Eigenschaften hat. Also für dieses Spiel schlecht. Ich bin sicher, die sind wann anders total gut und so. So, nach unten. So. Und, wow, das war knapp. Ach, das war gemeint mit jeder Hit sent you flying. Da war ja was. Und wir gehen down, down, down.
In mehrerlei Hinsicht. Geht's in dem Raum hier nach unten? Hoppla, falsche Taste. Nö, das heißt, wir können auch genauso hier raus. Nur zur Sicherheit, falls das Gemälde leben sollte. 8 Take No Damage. Hoppla, habe ich nicht gelesen. Wie viel Leben haben wir noch? Steht das hier vielleicht irgendwo? Hält 177, ich glaube aber nicht, dass es aktuell ist. Ich glaube, das ist das insgesamt, was man haben kann. Und du da lebst noch. Und durch. Yay! Als Hokage werde ich automatisch immer extrem schnell. Wow. Nicht nur was das Spiel angeht, sondern auch was die Spielweise angeht. Also. Oh. Ach Mist, diese blöden Feuerdinger, die einen auch noch angreifen. Das sind mir fast die Magier vom großen Schleim lieber. Das gibt's doch gar nicht. Ich will jetzt den Boss mal finden, zumindest. Und das nehme ich natürlich alles mit. Keine Frage. Einfach mal alles rausschmeißen, was wir haben. Hä? Wo kam der Schaden her? Aua. Ist ja gut, Leute. Wahahaha. Boah. Genau, genau. Was denn noch alles? Schon wieder so ein Raum. Soll mir das einen Hinweis geben? Ist es ein Zeichen der göttlichen... Alter, wie breit denn das Ding ab? Ah ne, da waren wir schon. Folglich müssen wir nicht da reinspringen. Fand ich jetzt ein bisschen überflüssig. Ein blödes Skelett, du bist geschützt, das mache ich nicht. Dreh dich um. Mist. Da unten scheint noch irgendwas zu sein. Chain Tags? Was ist ein Chain Tags? Ach, die Dinger hier oben. Aua, das war doof. Wir sterben gleich, habe ich das Gefühl. Ich weiß aber natürlich nicht, wie bald, weil wir haben ja kein Leben. Weder eine Lebensanzeige noch wirklich Leben. Und hier ist eine Rune, aber... Ah. Rein durch Zufall entdeckt. Ich glaube, die Art Rune, wie die hier versteckt ist, habe ich schon etliche übersehen. Ach je. So. Ach, scheiße. Da war noch eine Rune. Ich habe es genau gesehen. Nehmen wir einfach beide mit. Siphon-Rune und jetzt hier nach unten. Wow. Alter, Alter. Was kam denn jetzt noch alles? Na gut. Das war so gesehen die Runde. Retribution ist kein Damage. Invulnerable Objects. Ach, deswegen können wir die Dinger kaputt machen. Okay, verstehe.